So eine Unverschämtheit, Alter. Voll geil, das Lied. Das Lied ist ja mal absolut krass geil, Alter. Was habt ihr denn? Hallo? Habt ihr Geschmacksverkalkung an einem guten Montag? Guten Morgen, by the way. Hammerhart, Alter, was ich mir hier reinziehen muss. Das ist doch kein schlechtes Lied. Das war das beste Lied, was ich in den letzten Wochen gehört habe. Was ist mit dem? Auch Kacke? Guten Hallo zusammen. Ich bin gerade erst aufgestanden. Er hat gesagt, guten Morgen. Tag zusammen und Tukulu. Was geht? Das war ja mal voll gut, Alter. Solche stinkenden Ärgerer, ihr. Nö, ich halt nicht den Sabbel. Halte Klappe, du Ärgerer. Oma, ne, Hausi, schreib auf. Kein Tinkepäckchen mehr für Why So Serious. Der Tinkepäckchenverbot. Fürs Ärgern. Hammerhart, Alter. Alles fresh. Bei dir, bei mir auch. Ich hab Pizza gegessen. Und echt scheiße geschlafen, aber geht schon. Geht schon, geht schon. Hab trotzdem Bock auf Pommes. Yeah, 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 yeah. Vocal, danke schön für den Prime im 19. Und Johnny Black, danke für den Prime 6. Uff, immer noch in der Abo-Falle. Hier, gönn dir. Abo. Warum kriege ich Werbung als Sub? Weil Subs nicht werbefrei sind. Das ist schon ganz lange so, Bruder. Ah, der kann mich nicht hören, ne? Fuck. Dom Turner, danke für den Prime im 7. Kein Tinkepäckchen, genau, Hausi. Aufschreiben, bitte. Nee, Bucky, du teilst auch nix. Der ist böse. Stich in mein Herz, Alter. Monster Countdown. So. Hi. Wer ist denn alles da? Ich muss ein bisschen die Musik leiser machen, dann kann ich mich besser konzentrieren, wie beim rückwärts einparken im Auto. Jetzt Clark, Dankeschön für den Prime im 9. Hallo Rupi, Neffele, Mr. Schlappi, hallo Soap. Ach, der Tony, Alpino und Bucky. Schattenwolf. Loco, HV Leo, hallo. Chris Tels, Fabian. Chris Anthem ist auch da. Der Chris und Tiger. Los, kommt durch eure Ecke raus. Bin ein bisschen zu früh, ne, gar nicht. Spicy, hallo. Honeycake, Hub. Hab Psycho-Sack. Teddy ist da. Spartan Julian. Jetzt kannst du mich hören. Ne? Subs sind nicht werbefrei, schon lange nicht mehr. Aber ich mach keine Dings-Werbung, Bruder. Das ist Twitch selber. Hagi, Flunsch, Johnny Black, Peter Klause. Hihi. Oma ist da. Bin für den 2-Tage-Mann für Why So Serious nach dem Stream. Bionic, Deadshot, Chucks LP. Hatten wir, glaube ich. Jetzt Claro, Ultras, hallo. Hacky, hallo. Es ist 18 Uhr, warum schon so früh? Nein, wir haben 19 Uhr. Du Lügner. Duneria, hallo. Monster Eis, hallo. Godly Girl. Choldy Weezy, hallo. Mario 2590, danke schön für den Prime 6. Ruhiger heute. Immer ruhig, Mann. Immer ruhig. Goldberg, hallo. Alina, hallo. Moritz, danke schön für den Resub im 46. Und die übliche Frage, die ich dir immer stelle, wenn ich sehe, dass du reinsubst. Spielst du noch RP, Bruder? Wenn ja, wo? Harry B, hallo, Master King, Straplex, Anop Lappen, Otto von Kessel, Federdaten. Okay, das Lied ist diesmal wirklich nicht so gut. Aber das davor war Killer, Alter. Lukas, hallo, Ben Me, X Ben Me. Curtis Bones, gibt's auch ein Peanut auf dem Server, 1:1 wie du. Echt? Was soll ich sagen, ne? Wenn die Leute machen, ist in Ordnung. Socko, danke schön für den Resub im 37. Monat. Nein, ich bin clean, ja.
Ja. Man kann nicht clean werden. Clean werden. Day Night, guten Abend. Wir übernehmen den Stream. Geh nix. Hausi macht Türsteher. Der lässt euch nicht rein. Und ich skippe das Lied, man, das ist echt nicht so gut. Seit wann bin ich denn Sub-Tree? Und kann sein, dass du einen Sub geschenkt bekommen hast gestern. Von Metallgun. Der hat gestern 5 Stück reingehauen. Sehe ich hier gerade nur in der Liste. Lazarus, Dankeschön für den Prime im 46. Alter. Das ist schon eine Hausnummer, ne? Hallo Virus und Anne für sich, Dankeschön für den Resub im 9. Hukulu. Moin, moin, na klar doch nur. Wie geht's euch? Meine Freundin ist nun auch ein treuer Zuschauer. Vielen Dank für die tolle Unterhaltung. Immer, Schuldi, immer. Dafür bin ich da, dafür komme ich. Dachte, Hausi ist nur Tinkepäckchen zuständig. Ich habe den gerade befördert, Mann, zum Türsteher des Streams. Das Lied am Anfang hat mies geballert, sag ich doch. Meine Rede, Mann. Hallo, Deldros. Und bla bla, hallo, guten Abend. Heute ruhig, Chat, heute ruhig. Heute ist Mad Monday. Gucken heute mal, was das Auto da kostet, was der Juri fährt. Ich glaube aber, das ist teuer, Mann. Mir geht's gut. Ich habe zur Kacke gepennt, aber gerade gute Pizza gegessen. Ein gutes Glas Pepsi. Energie getankt. Geht gleich ab. Ich hoffe, euch geht's auch gut. Hallo, Tipsen. Guten Abend. Hab gedacht, machst du heute Deutsch? Ne, dienstags, mittwochs ist Deutsch. Und manchmal gegebenenfalls noch donnerstags auch. Ja, ja. Hallo, Gilfanta. Ja, ja, sagt der immer und es knallt doch. Eigentlich will ich ja nur damit baiten. Weil ich kann gar nicht bestimmen, was im MP passiert. Kann sein, dass es knallt. Kann aber sein, dass nichts passiert. Wenn man Dope Nights als Maßstab nimmt, war der eben Ohrenschmalz. No front. Ach komm, gib weg. Ach komm. Komm, komm. Raus. Bestellt Pizza oder Franzis von Schwester Kusch. Bei der Musik würde ich auch schlecht schlafen, Mann. Federdaten, sei bitte ruhig. Er hat keine Ahnung. Komm. Komm, geh weg. Geh weg. Geh weg. Komm, ich mach wieder Mucke für euch. Ihr seid da so 2017. Warte, lass mich gucken. Ihr habt da. Boah, voll geil, das Lied. Boah, alte Zeiten, beste. Ja, man, damals auf dem Berg und so. Boah, geil. Da habt ihr euer Lied. Oh, ist das so fresh, geiler. Boah, wie der Float, Junge, und der Beat, Alter. Oh mein Gott. Hallo, Kölsch. Hallo, Dandy. Ja, nee, weil auf Twitter nichts kam von 19 Uhr. Nur von 18, hä? Was? So, ich hab vergessen zu twittern, ne? Sorry. Ja, aber wenn ich gar nichts schreibe, bin ich am meisten da. Icarus, dankeschön für den Prime-Sub. Hallo! Von ich bin von 31, mach lieber was von 1999. Boah, was ist denn von 1999, Alter? Eieiei. Ist das nicht so schon Richtung Eminem und so Quatsch? Twitter stirbt. Geht. Ich finde Twitter cool. Nur ganz viele Idioten, die ganz viel Scheiße schreiben. Modern Talking. Pff, okay. Wenn der Federdaten sich das wünscht, da hast du dein Lied, Federdaten. Und Waste of Series könnte jetzt abdancen, ein bisschen den Laminat aus dem Boden tanzen. Wie, ihr schreibt jetzt geil, haltet den Mund, Alter. Richtiger, darf man das noch sagen, das Wort mit B? Stream hier, Alter. Das kann nicht euer Wahr sein. Das kann nicht euer Ernst sein, Alter. Dieser Track wird präsentiert von Federdaten und Waste of Series, Mann. Das nehme ich jetzt richtig übel, ne? Wirklich. Das nehme ich euch richtig übel, Alter.
Ich hau die krassesten Lieder hier raus, Alter. Ich sehe einen Cat-Jam im Chat. Ich mach so eine Kacke an. Chat rastet aus. Ich finde das echt gemein von euch. Lauter, okay. Aber ich rede da nicht mehr. Ihr kennt mich, ich gehe wieder ins Bett. Das ist so gemein, ey, das ist so gemein. Ich hol mir mal ein Cola-Korn. Mich wundert hier auch nichts mehr, Oma, ich sag dir. Das ist so gemein, ne? Das ist einfach so gemein, ehrlich. Ich mach das wieder leiser. 10 Minuten, 20 Minuten vor jedem Stream bin ich auf Spotify unterwegs und versuche neue Lieder zu finden, weil ich eine Playlist machen wollte. Bin richtig am Reinschwitzen und denk so, ey, hoffentlich finde ich was Cooles. Keine Reaktion darauf. Obwohl die Lieder voll Baba sind. Da mache ich so einen Schrott hier an. Und alle schreiben lauter im Chat, Alter. Ist eh Ende jetzt. Kann man nicht Dings lieber hören? Also hierfür wäre ich ja, warte. Das ist doch auch oldschool shit. Das hier? Also damit bin ich nur einverstanden. Na, wer redet, was das ist? Das ist mal krass, das Lied. Der Micha! Das ist echt gut.
Boah, ist absolut brutal, dieses Lied, Alter. Lack, hör auf Zollen, werd Mann! Eieiei, übel, übel, sprach der Dübel, bevor er in der Wand verschwand. Das ist echt, echt, eieiei. Warte, der Karim hat noch ein gutes Lied gesagt, aber das mache ich diesmal nicht zu laut. Das ist aber auch so ein altes Ding. Aber die neuere Version. Jetzt gebe ich bei YouTube Karim ein, Alter. Ich bin auch... Ey, Junge, Junge. Ich weiß nicht, ob das gute Qualität hat, wir checken mal. Hat eine Klappe, Alter. Das ist, Alter, Bruder. Karim, Mann, nicht Karen. Ich lass Pina mal aufs Klo, der macht gleich eine Butzen, ey, der wärmt sich auf. Edgar Wallace, sein Nachbar, Dankeschön für den Prime im 6. OG Nuss und Sim, Dankeschön für den Prime 30. Ich werd bald ein 31er, damn. Yeah. Boah, das ist so gut, ne? Oh, Fauli, guten Abend, was geht, Bruder? Ich erinnere mich. Boah, das müssen wir doch lauter machen. Also manche Lieder werden echt nie alt. Real Talk. Knallt böse, wie geht's dir? Gut. Ich hoffe, dir und euch auch. Wie geht's euch? Was machen Sachen? Ja, Johnny Cash haben wir immer mit dem Cody gehört, ne? Mit Cody Bourbon. Manche Lieder bleiben einfach zeitlos. Die Lieder nicht, aber die Menschen. Nein, Mann, die Lieder. Die ganzen DMX-Lieder und so. Ach, du Scheiße. Und Urlaub morgen, derbes Wetter in Hamburg. Gute. Grüße aus Essen. Grüße aus Duisburg, Bruder. Es geht. Ich meine, die Menschen werden älter. Ja, aber die Musik ist ja... Ich glaube, die... Boah, mittlerweile kann man ja sagen, neue Generation, ne? Die hört die Tracks auch. Ich höre immer gerne alte Mucke. Ja, oh. Ich höre auch neue gerne. Schönes Wetter. Heute schönes Wetter bei uns, ja, tatsächlich. Alle Rollos oben, schön Sonne, macht Spaß. Hab zwar noch nicht viel davon gehabt heute. Ich bin, glaube ich, vor 2 Stunden erst aufgewacht.
aber tut gut. Macht einen direkt glücklich. Oberhausen auch. Aua. Nothing else matters. Wartet ab Freitag kalt nass. Ich finde Regen aber auch nicht so schlimm. Also das Übelste, was geht, ist Schnee. Schnee ist nur am Anfang schön, geht einem aber dann voll auf den Sack wegen Winterdepression. Also ich kriege auf jeden Fall immer welche. Immer dunkel, kalt, so. Regen ist cool. Duisburg ist halt echt nice, jo. Ludacris, call your bluff. Too Strong Deluxe, danke für den Prime im 7. Couscous. Ah, es gibt so gute Lieder, Mann. Auch Mobb Deep und so ein Shit. Können wir mal Ludacris. Ich hoffe, das gibt's bei Spotify. So, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag. Wir gehen jetzt gleich schon in die Pommes. Ist ja schon wieder 7:30. Gleich. 2 Tage noch arbeiten, dann über eine Woche frei. Let's go. Wie er rausfadet, richtiger DJ. Ja, Mann. Ich liebe Gewitter, ich auch. Wir hatten letztens Gewitter, ne? Schwester Kusch, aber morgens. Das war richtig fresh. Wenn ich nach Duisburg fahre, bekomme ich bei jedem Wetter Depression. Bruder, wenn ich aus dem Fenster gucke, kriege ich Depression und Duisburg sehe. Scheiß Industrie, Alter. Ich weiß nur, wie wir auf GTA Live Growing Pains gehört haben. Halber Iger hier. Klar, ich habe hier so ein Gemüseteller, Junge. Ich bin hier richtig am Scratchen, Alter. Mein USB-Stick ist auch angeschlossen. Mein MacBook steht hier auch. Geht richtig ab. Gewitter ist echt geil. Abends zum Einpennen. Connection Lost, guten Abend. Und Loco, Moco, Schoko, was geht denn, Alter? Was geht? Wurdest du mit komplett Familie zusammen und du mit Schwester Kusch? Quasi über meiner Schwester und über meinem Schwager. Ganze Butz am Blinken. Warmer Regen im Sommer beste. Ja, Mann. Und wenn Rasen gemäht wurde, auch gut. Gib ich wirklich zu, ist geil. Duisburg-Hochfeld ist doch sehr schön. Ja, ja, klar. Hochfeld ist der schönste Stadtteil in Duisburg. Wer schreibt mich da an? Johnny Ronny Rups. Ups, Knister. Wer das liegt, trägt Crocs in seiner Freizeit. Tugelo. Ronny, ich hab den Clip von dir gesehen, wo du mit dem Fahrradfahrer sprechen bist, ne? Und zu dem sagst, der soll rechts rüberziehen und dann überfahren wird von einem LKW. Du bist einfach so ein Unglücksbringer, Junge. Every day is the same shit, wie geht's dir? Same old song, Mann. Jeden Tag der gleiche Struggle. Ist halt wirklich so, du bist so ein Unglücksbringer, ne? Ja, ja, ich als Hochfelder kann das bestätigen, mega hier. Wo wohnst du denn in Hochfeld? Boah, ich hab da richtig lange abgehangen. Direkt am Eros Center um die Ecke. Hat ein Kumpel von mir gewohnt, haben wir Party gemacht. Direkt im Industriegebiet, Mann. Hochfeld ist schön. Wenn man die Leute da kennt. Oder wenn man allgemein Leute da kennt. Warte, was? Wo ist der Clip? Warte. Ich kopiere den raus, wenn Oma nicht schon schneller war jetzt wieder. Alter, den Clip müsst ihr euch reinziehen. Ich hab das immer noch nicht umgestellt. Oh mein Gott. Ja, Oma war wieder schneller da. Eros Center, schön. Da guckt euch den Clip an, ey. Wannheimer Straße, ja, das ist doch die lange, oder? Dachte, magst du beste Stadtteil? Ich glaube, Hochfeld und Maxo nehmen sich nicht viel. Obwohl mittlerweile Hochfeld ist schlimmer. Viel, viel schlimmer. Ich musste einmal nach Hochfeld Kräuter besorgen, nie wieder. Da geht man hier auch so nicht rein. Moin, Eros Center ist echt schön. Bin da öfters mit meiner Mutter da. Hey, Bruder. Aber ich finde gut, dass du dich selber überhaupt nicht hops nehmen kannst. Alles cool. Melvin, Junge. Kika, Alter.
Wer hat sich denn Kraut in Hofeld geholt? Junge, der Clip, ne? Eigentlich müsste man gar kein Best-of vom Dings machen, vom René. Du müsstest einfach nur diesen Clip hochladen. Das reicht schon. Was ist das für ein Zufall, Alter? Er sagt zu ihr, er guckt nicht mal nach hinten oder so. Er sagt einfach, ja, halt mal rechts an. Und dann kommt dieser Erdbeerfeld-LKW und bumst den weg. Der Trick ist nicht, geschnappt zu werden, wenn man schon viel Stress verursacht. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, selbst wenn wir erwischt werden, wenn wir Scheiße bauen würden, wir würden nicht im Knast landen. Weil wir solche Dullis sind, Alter, wir reden uns da immer raus. Ich bin letztes Mal mit dem Roller von den Cops abgehauen, Alter. Die haben nichts gesagt. Hallo MDK, guten Abend. Jetzt wohne ich wieder in Köln, keine Probleme mit Kräutern. Köln? Genau das ist unser Talent, ja, Mann. Also wie der Penner gestern wieder, ach, der John ist Gold, Mann. Ehrlich. Ich habe ja absolut nichts gegen diese Skin-Character, ne? Aber wenn man sich schon den Skin holt, finde ich, ist meine Meinung, dann sollte man auch LP abliefern, Alter. So dieses Kopieren finde ich nicht cool. Auf einmal hast du da noch, jetzt, das ist kein Shot jetzt gegen den Horst, wie der heißt. Auf einmal kommt da noch jemand, wo ein bisschen kompulenter ein Charakter spielt und pupst dann auch rum und so. Man sollte schon was Eigenes auf die Beine stellen, Alter, und für massig RP sorgen als Event-Charakter. Der John macht das in meinen Augen. Ich finde sogar, dass eigentlich der Pinsel den Skin bespielen müsste. Der trägt eh jeden Tag dasselbe an Klamotten. Büchse, seinen Charakter fand ich nicht so gut, muss ich sagen. Ich will kein RP bewerten. Ich bewerte auch kein RP. Ich finde es aber nicht gut, wenn vor mir ein Charakter steht, der genau die gleiche Stimme macht wie sein Main-Charakter so. Dieses rauchige, kratzige Ding, so wie sein anderer Charakter. So, man hat sofort gemerkt, yo. Bei Salty zum Beispiel wusste ich das nicht, da musste ich ganz lange zuhören. Massig trifft's ganz gut. Ich finde, man muss das schon echt abliefern. Außerdem verbinde ich den Büchse-Char immer mit dem Char von Stay damals auf GTA Live. Mit dem Harald Meyer hieß der, glaube ich, ne? Erinnere ich mich heute noch dran. Oh, man hört das knuffig, ja, Mann. Ich glaub, der Ronny müsste mal so eine Woche Urlaub machen gehen. Und, sagt, er geht Massephase machen und dann kommt er wieder als Bodybuilder-Skin oder so. Alter, das würde ich so fühlen, ne, Junge. Das würde ich so fühlen, Alter. Oder der Willi-Skin, genau. Der Willi-Skin ist auch krass. Genau, dieser Skin spielt Stay mit Harald auf verschiedenen Sektoren. Jo. Hier in Dings, in diesem Kampfspiel und so macht der immer Harald Meyer, ne? Ist noch Kontakt zu Stay? Nö. Wir haben uns bei Discord und so, wenn die Zeit es gibt, schreiben wir auch mal. Zwischendurch mal aber so nix, ne? Wir sind ja auch kein Pärchen oder so, ne? So, ich meine, ich knutsch gerne, aber. Nein, er spielt auf Sektor diesen Skin halt mal. Ach so, das habe ich noch nicht gesehen. Ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich momentan nicht so unterwegs bin. Nur abends immer ein bisschen, aber das ist meistens nichts mehr da. Nichts mehr online. Hab mich immer zurückgehalten, weil ich dachte, du bist schon vergeben. Hallo Driver, guten Abend. Ey, wir gehen jetzt in Permis. Nee. Stay so by the way noch ein D&D-Mitspieler. Ach Bruder, ich bin doch so Dings. Ich krieg doch gar nichts auf die Kette, Alter. Das weg, du hältst die Klappe. Die hat Sound. Let's go. Meine Hand schmeckt komisch. Warum isst du deine Hand? Das gönnt nicht. Was soll ich denn gönnen, Bruder? Wenn die Leute mich fragen würden und ich würde ja sagen und dann verchecke ich das wieder und ich habe keinen Bock da drauf, dann lass die ganze Truppe da sitzen. Das will ich auch nicht. You know what I mean? Ich mache jetzt gleich dann, ach so.
Ja, mach hier ruhig Werbung. Pinsel, mach ruhig Werbung, ist okay. Ab in den Pommes mit dir, Junge. Wir haben ein neues Haus. Hashtag Meta. Stich in mein Herz. Heul doch. Du Musikverweigerer, du. Herr Kusch, wird Zeit für ein Tinkepäckchen. Er macht den Kühlschrank auf, Hausi. Let's go. Hallo, Juri. Was für Werbung. Mann, komm, geh weg mit deinem XD, du Crocs. Trangler Mensch, du. Du Erzieher. Nehmt euch Tinkepäckchen. Boah, weh, ich krieg wieder einen Crash. It's only game. Why you have to be mad? Herr Litan, Dankeschön für den Prime im 9. und Mr. Stumpy TV, Dankeschön für den Prime im 3. Danke. Möchte kein Tinke, danke. Oha. Zeigt mit dem Finger auf Teddy. Der möchte kein Tinkepäckchen. Halt die Klappe, hör dich, hör auf, dich bei meiner Schwester einzuschleimen. Hat der wirklich Crocs? Ja, hat der. Hat er mir gebeichtet. Mir geben die nie was ab. Na klar, du kannst dir auch was nehmen. Kauf dir für Kanalpunkte das Emote. Kostet nur 800 oder so. Hat doch hier jeder 10 Millionen. Ich hab Magenschmerzen, du Arsch. Na und, Tinkepäckchen hilft bei Magenschmerzen. Wir müssen einen Stimmtest machen. Moin Meister!